In diesem Video erkläre ich dir die Bildung von Objektsätzen und werde das dann später an Beispielen demonstrieren. Beginnen wir mit dem Vorgang. Wie bilden wir Objektsätze aus einem Satzglied? Das ist ein Objekt, wie es der Name schon sagt, und zwar kann es ein Genitiv-, Dativ- oder Akkusativobjekt sein, wird ein Nebensatz gebildet, in diesem Fall eben ein Objektsatz. Dazu brauchen wir Einleitewörter, weil Nebensätze oder Gliedsätze verlangen Einleitewörter. In diesem Fall ist es das, ob, wer oder wie. Dann brauchen wir im nächsten Schritt ein Prädikat und dieses Prädikat wird meist aus dem Nomen des Satzgliedes gebildet, zum Beispiel aus dem Nomen Nachricht kann man das Verb benachrichtigen bilden und dann brauchen wir natürlich auch noch einen Beistrich, um den Haupt- und den Nebensatz zu trennen. Als Beispiel, ich erwarte Komma, dass du mich anrufst. Und dann verändern sich Pronomen. Meist wird aus einem besitzanzeigenden Pronomen ein Personalpronomen. In diesem Fall deinen zu du. Kommen wir nun zu den Beispielen von Objektsätzen. Im ersten Satz bestimme ich das Objekt und dann gebe ich gleich die Lösung des Objektsatzes dazu. Ich erwarte deine Antwort. Was erwarte ich? Deine Antwort, also deine Antwort ist das Objekt und aus diesem Objekt bilden wir jetzt einen Objektsatz. Ich erwarte, Komma, dass du mir antwortest. Hier sehen wir die vorher besprochenen Änderungen. Wir setzen ein Komma zwischen Hauptsatz und Nebensatz. Aus dem Nomen Antwort wird das Verb antwortest und aus dem Pronomen, aus dem besitzanzeigenden Pronomen wird ein Personalpronomen. Schauen wir uns gleich den nächsten Satz an. Man sah ihr die Enttäuschung an. Was sah man ihr an? Die Enttäuschung. Die Enttäuschung ist in diesem Fall das Objekt. Und auch hier bilden wir wieder ein Satzgefüge bestehend aus dem Hauptsatz. Man sah ihr an, Komma, dass sie enttäuscht war. Dann gleich das nächste Beispiel. Sie verstand den Grund seiner Kündigung. Was verstand sie den Grund seiner Kündigung? Und hier in der Umsetzung vom Objekt zum Objektsatz sehen wir auch, dass man Fragewörter als Einleitewörter verwenden kann. Sie verstand, warum er gekündigt hatte. Gleich ein weiteres Beispiel dazu. Mein Vorhaben kannst du sicher erraten. Was kannst du sicher erraten? Mein Vorhaben. Mein Vorhaben ist hier das Objekt und hier bilden wir den Objektsatz am Anfang. Und zwar können wir sagen, was ich vorhabe, Komma, kannst du sicher erraten. Kommen wir nun schon zum letzten Beispiel. Den Verlauf des Vormittags plante ich sehr genau. Hier haben wir als Objekt den Verlauf des Vormittags, ebenfalls am Satzanfang. Und auch hier leiten wir mit einem Fragewort ein, wie der Vormittag verlaufen sollte, Komma, plante ich ganz genau. Das war ein Video zum Objektsatz, was wir zur Bildung brauchen und das Ganze dann in Beispielsätzen angewendet.